Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Runes of Magic. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, und in dieser Folge grüßen wir Andreas Eigelmeier ganz besonders. Dankeschön für deinen Support und dass du bei mir reingeschaut hast oder reinschaust, je nachdem. Und natürlich begrüße ich auch alle anderen Leute, die jetzt natürlich immer noch regelmäßig reinschauen. Ihr seid genauso gegrüßt. Und wenn ihr möchtet, dass ihr auch mal irgendwie oben in der Folge steht, dann schreibt einfach einen Kommentar und dann dauert es ein bisschen, weil ich habe noch ein paar Leute im Vorlauf und ihr werdet dort erwähnt. Ganz einfach. Ganz einfach ist auch, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, einfach mal ein kostenloses Abo da lassen. Follow auf Twitch. Lasst ein Abo da und verpasst nichts mehr. Aktiviert die Glocke und natürlich nichts vergessen, kommentieren und liken. Darüber freue ich mich sehr. So, und ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt hier weitermachen können in Shadow. Einzelheiten erfragen. Diese Person eben war die dritte Fürstin von Shador, Miriam Giant. Und sie ist zurzeit die verantwortliche Priesterin von 1000 Federkalender. Aber sie scheint etwas seltsam. Ja, sollte. Naja. Nehmen wir den Hammer hier mit. Atta, ich habe Miriam gerade außer Gefecht gesetzt, um ihren absurden Taten ein Ende zu bereiten. Im Vergleich zu damals, als ich Shador das erste Mal verließ, hat sie sich sehr verändert. Besonders seit sie für 1000 Federkalender die Priesterinaufgaben übernommen hat. Ich muss herausfinden, was sonst noch in den letzten Jahren geschehen ist. Ich habe ihr aus Versehen diese Kette abgenommen. Könnt ihr sie zurückbringen und nachsehen, wie es ihr geht? Die Wachen haben sie im Nebensaal geleitet. Da wurde sich ausruht. Ja, machen wir. So, dann wollen wir mal. Okay. Halt hier in Ordnung. Hier ist die Halskette, die gerade entwendet wurde. Hab vielen Dank. Wenn ihr etwas Zeit dazu habt, in Shadow herumzustreifen, könnt ihr entdecken, was für ein schöner Ort es ist. Ehrlich gesagt, solltet ihr wirklich gehen und einen Streifzug unternehmen. Jenny Giant, wir verehren, ist eine Bogenschützin von unvergleichbarer Kunstfertigkeit und schätzt jedes einzelne Lebewesen. Ihr werdet feststellen, dass sich in Shador bis zum heutigen Tag viele wunderbare Traditionen erhalten haben. Selbst der alte Brauch des Wahrsagens, der von den Zentauren weitergegeben wurde, wird heute noch ausgeübt. Ne? Könnt ihr euch überhaupt erinnern, was eben gerade geschah? Ich erinnere mich, ich erscheine, die große Schwester angegriffen zu haben. Ich habe sie wirklich angegriffen? Ich erinnere mich nicht genau. Ich weiß nur, dass ich zu der Zeit sehr wütend war. Wütend darüber, dass die Entscheidung trafen, ohne das Wohl ihres Volkes zu beachten. Wütend, dass sie den Willen von Jenny Giant mit Füßen trat. Und am allermeisten wütend, dass sie sich entschloss, die Augen vor der Warnung der 1000 Federkalender zu verschließen. Und dann plötzlich eine Kraft, nein, das war wie ein unglaublicher intensiver Drang und über die 1000 Federkalender. Dann verliert sich alles ins Nichts. Aber wenn ich so verwirrt rede, bin ich wirklich verrückt geworden? Ja, ihr sagt nein. Doch, aber ist ja egal. Sind kurz vor Level 60. Wie fleißig ist das recht sich. Nee. So. Miriam hat das 1000 Feder Kalender. Sie hat wirklich. Miriam hat 1000 Feder Kalender. Die wirklich in der Lage gebracht. Ihre Vorgängerin soll unter dem Einfluss von 1000 Feder Kalender gestanden und sich seltsam benommen haben. Doch so seltsam wie jetzt war es noch nie. Na, vielleicht schaffen wir heute noch die letzten beiden Bildchens. Hey! Hofknabe, komm mal her. Ritter. Ich weiß, wer der andere ist, aber Ishwan hat euch gestattet, sie zu begleiten. Da müsst ihr etwas Besonderes sein. Als ältere Schwester kann ich nur hoffen, dass ihr helfen könnt. Ich habe Dalanes Loyalität nie angezweifelt, aber nicht, als es Probleme mit 1000 Federkalender gab. Allerdings war Miriams sich verschlechterter Zustand einfach nicht vorhersehbar. Jetzt weiß ich, dass der Gesandte den falschen königlichen Erlass brachte. Also waren die Vorhersagen im 1000 Federkalender richtig. Shador wird sich den Ermittlungen zu den Vermissten in Kandor anschließen. War euch eigentlich etwas aufgefallen, als ihr Miriam besucht habt? Wenn immer der Name 1000 Federkalender fällt, bekommt sie diesen seltsamen Blick und benimmt sich irgendwie seltsam.
Ich glaube nicht, dass sie verrückt ist. Wie die Beamten sagen, kann nur annehmen, dass sie irgendwo unter dem Einfluss von 1000 Felder Kalender stand. Also immer, wenn man das Wort sagt, dreht sie durch. Also. Spreche mit der Fürstin von. Mach ich doch. Wir könnten Unterstützung bieten. Ah, groß machen. Moment. Chardo wird sich zuerst um euer Problem mit dem 1000 Felder Kalender kümmern. Ich bleibe. Lasst mich die Angelegenheit mit den verschwundenen Dorfbewohnern in Kandor klären. Ich kann nicht zulassen, dass ihr euch in Gefahr begebt. Wer ist da? Ich bin Gabriel Kalume, König der Menschen. Der König der Menschen. Oh, ja. Was geht weiter? Den König persönlich den Bewohnern von Kandor helfen zu lassen? Nicht schlecht. Wer seid ihr? Ich bin Antaikolon, König der Elfen. Könnt ihr mal hier gucken? Ich kenne euren Vorfahren Tanteos Kalume. Antaikolon. Dieser Name, der 1000-Feder-Kalender, hat das Datum der Schlacht festgehalten. Ihr seid der Elfenkönig Antaikolon, sagte er bereits. Und dieser Elfenkönig, der noch die ersten der Menschenkönige kannte, warum ist er noch am Leben? Aus welchem Grund auch immer. Er ist nicht mehr wichtig. In den kommenden in den Nachkommen der Helden strahlt die Lebenskraft noch glühend rot und neue Sprosse entstanden. Sind in euren Augen diese schweren Zeiten ausreichend, dass man der Furcht nachgeben sollte? Was auch geschehen mag. Ich werde persönlich die Probleme in Kandor lösen. In diesem Fall werde ich mich in Gefahr begeben. General Lance wird damit nicht einverstanden sein. Macht euch keine Sorgen, er weiß Bescheid hat auch seine Zustimmung gegeben, auf diese Weise vorzugehen. Dieser dickköpfige Lance hat sich wirklich zustimmend genickt. Ja. Falls ihr euch jemals in einer Krise befindet und es keinen Ausweg zu geben scheint, dann wisst ihr, dass ich da sein werde. Oh, und nennt mich während der Reise bitte nicht König. Bitte Tanteos Kalume und verehrter König wurde. Nee, bevor er König wurde, ist er einfach nur ein gewöhnlicher Mensch gewesen. Ich verstehe. Ich werde nicht verlieren. Außerdem hat der 1004er Kalender einige Probleme erzeugt. Ich möchte bei der Lösung helfen. Chador ist geheim. Unterstützung von beiden zu erhalten, lässt mich im Namen von ganz Chador meine größte Dankbarkeit ausdrücken. Ja, sage ich ja. Der Menschenkönig und der Elfenkönig machen Chador zur gleichen Zeit ihre Aufwartung. Miriam sagt, dass der 1004er Kalender Sterne entdeckt hat, die ein Zeichen für Freundschaft sind. Vielleicht bezog sich das auf den heutigen Tag. Nie. Der Elfenkönig hofft, dass der Menschenkönig die Kleidung eines gewöhnlichen Reisenden anlegen und für eine Untersuchung hierher gekommen wird. Chador kann nicht öffentlich seine Unterstützung für Kandor zeigen. Sonst würden wir unsere verborgenen Feinde alarmieren. Nun, ich muss euch zumindest alles erzählen, was Chador über die Situation in Kandor und den südlichen Januswald weiß. Die Gefahren, auf die ihr stoßen werdet, so gering wie möglich zu halten. Ich bitte auch freundlicher gegenüber allem ehrbaren Leben zu sein. Ich beging einmal einen Fehler und verpasste die Chance zu helfen. Sollte die Gelegenheit der Wiedergutmachung kommen, wird Chador sie wahrnehmen. Alles klar. Ich möchte hören, was ihr über Kandor denkt. Da ihr aus der Lanskraft werde ich zum Beispiel Donnerrufe gegeben. Die Situation ist nicht die gleiche wie in Iron. Vedanor ist eine Kolonie von Iron. Das kann man von Kandor und Chador nicht sagen. Obwohl es in Kandor Leute gibt, die historische Jedi Giant verehren, haben sie in Wirklichkeit noch einen ganz anderen Lebensstil als wir. Obwohl wir gelegentlich durch den Handel zusammenkommen. Ach so. Jedes Lebewesen hat das Recht, auf diesem Erdboden zu existieren. Seien es Menschen, Elfen, Humanoide oder Tiere. Steht ihr da so? Eigentlich schon, natürlich. Diesen Glauben haben wir schon immer gepflegt. Nun, wenn etwas geschieht, das das Gleichgewicht stört, dann werden wir eingreifen. So wie vor 10.000 Jahren, als unsere geliebte heroische Jenny Giant auf der Seite der königlichen Armee während der großen Verbannung einschritt. Der gesamte südliche Januswald strotzt vor allen Arten Leben, die nebeneinander existieren.
Die ihre Anker im Nebelhain mögen ein wenig brutal erscheinen, aber sie erscheinen einfach danach, ihre Heimat aufzubauen. Arbeiten. Und auch die Bewohner von Kandor und dem Kandorsee leben im Einklang mit der Natur. Das Einzige, was uns Sorge bereitet, ist, vor 10 Jahren gab es eine Gruppe von Leuten, die aus dem Elend, das war Nockenburg, flüchtete und in Kandor eintraf. Das heißt, dass nach dem Exodus Sir Ryan und Jura, von Jura, der Herrscher der Festung einen Zusammenbruch erlitt und immer verrückter wurde. Ach so, ja. Ich hoffe, dass euch die Informationen helfen werden. Oder neuer Titel, wir werden unbesiegbar. Ah. Hier ist die Antwort von General Lance. Wie vermutet, als sich der Boot auf den Weg nach Shadow machte, war er bereits tot. Zudem musste er den richtigen Zeitpunkt finden, da General Lance und ich dort fort waren. Der Laden ist Bericht zu erstatten. Es ist entscheidend, dass der Einsatz im südlichen Jahrhundert denjenigen fortspült, der aus dem Schatten heraus diese Leichen kontrolliert. Bodin Austin, ihr geht zurück und unterstützt General Lance. Sobald ihr etwas hört, lasst es mich wissen. Ja. Okay. Hattie, komm her. Hattie das gewusst, hätte ich Kuchen gemacht. Ein Gegner, der sich die Dunkelheit zunutze macht, ist immer im Vorteil, wenn es darum geht, Leichnamen zu kontrollieren. Wenn man ständig Gefahr läuft, in den Hinterhalt zu geraten, bietet Menschenkönigkleidung im Vergleich zu einer Ritterrüstung viel zu wenig Schutz. Als ihr, da ihr als Reisender verkleidet seid, wären eine Rüstung und etwas Zubehör wohl angebracht, nicht wahr? Ja, ja. Außerdem sind wir den Ritterorden noch etwas zu auffällig. Ich werde jemanden schicken, der euch einige Lederschützer besorgt. Macht nicht so einen Lärm! Schnell, wirklich schnell und lasst euch Unheil vertreiben. Das hängt über. Was? Im Boden erscheint ein Licht. Gibt die der König hat uns aufgeregt zu sein, jemand aus seinem Gefolge hat es fallen gelassen. Gibt die Hattie hebt die Glitzerkiste auf und holt die beiden ein. Ich werde niemanden beauftragen, die Rüstung zum Hauptwirt zu bringen. Vergesst nicht, die Waffen aus dem Avita Moor aufzusuchen. Naja. Machen wir. Aber wieder eine Let's Talk About Sex, Baby Folge. Und das Kästchen überhaupt. Nö. Ich glaube, das muss ich erst mitnehmen. Hui! Hüpf! Holla, Dief! Hast du was zu sagen? Nee, komm. Ah, na gut, ich dachte. So, hier sieht's nicht so aus. Nein, ein Adelige, Hausmädchen, Jannis. Kann man nicht mal rüberhelfen. Ramotsch. Motsch? Bett. Ein Elbett. So, hätte ja sein können, dass er. Wir können. Das ist ein Helikoptervögel, können auf der Stelle fliegen. Ja. Frag ich jetzt mit dir. Ah ja, da muss er eine Blume sammeln. Ich weiß nicht, wo ich hier muss. Nö. Nee. Da auch nicht hin. Übenfalls kommt man sich aus, als wenn ich Parfüm brauche. Was hier unten? Nö. Nee. Oder ist es wirklich.
Überlesen. Können wir mal kurz verkaufen. Hofmaler. Load. Ah, Vita Moore, da ist er doch. Ich möchte die Lederschützer, hätte ich bat mich, sie zu holen. Da sind sie. Ja. Ach, aktuell ist noch nicht. Gerade ein bisschen. Dann ist ja das jetzt schon los müssen. Mal lesen. Noch nicht fertig. Bringt das letzte Kreis zurück und übergebt. Muss ich jetzt nochmal zurück? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Oder sind die jetzt schon nach Kandor unterwegs? Ich bin gerade ein bisschen geistig verwirrt. Wollen wir mal kurz hier rein. Vielleicht ist sie hier links. Rechts. Weg. Ach. Da, dam, dam. Bei wem soll ich das bringen? Ja. Ich weiß nicht, wen ich das bringen soll. Ja, ich lese mal kurz die Quest. Nehmt den Forschung an und holt die Lederschlitzer vom Waffenoffizier und bringt sie dem Menschenkönig. Oh, ihr könnt auch verlasst. Und die glänzende Kiste aus dem Palast von Schade und ihrem rechtlichen. Oh, er kann doch verlassen, aber. Ach, für später also. Naja, gut. Müssen wir jetzt nach Kandor. Ja, gut, dann machen wir das doch. Manchmal sollte man einfach nur lesen und das Gelesene auch verarbeiten. Verstehen. Ja. So. Da das jetzt ein bisschen langweilig wird, die Reise dahin, dachte ich mir einfach mal, ja, wie wäre es denn, wenn wir die an dieser Stelle Cut machen und wir sehen uns dann da hinten. Muss ich aber hier rumlaufen. Ja, bedanke mich recht herzlich, dass ihr da gewesen seid. Danke fürs Reingucken. Und ich würde mich wie gesagt freuen, wenn ihr was Leckeres da lasst. In dem Sinne, oh, ein Händler, cool. In dem Sinne, habt einen schönen Tag, bleibt sauber, frech. Bye. Ciao.